Hallo, ich bin Annette Dasch und ich singe die Katja in der Neuproduktion von Katja Kabanova an der Komischen Oper Berlin. Steuert extrem die Handlung, das kann man, glaube ich, so sagen. Da kann man nicht, die kann man nicht übersehen, sondern die ist einfach so da. Und eigentlich ist die Katja vor allem den ganzen Abend lang in einer Art Dialog mit dem Orchester. Also das ist, man kann das Stück nicht unabhängig von der Musik so inszenieren. Für mich war tatsächlich sehr wichtig, dass diese Figur auch durch die Musik, die für sie geschrieben ist, das ist oft so eine sehr, ich weiß nicht, alle Leute reden und alles ist irgendwie übermäßige Akkorde und irgendwie eckige, unbequeme Musik und dann kommt Katja und dann macht es auf einmal plim plam und die Harfe spielt und so. Und mir war wichtig, dass man da mal entdeckt, was das eigentlich bedeutet und nicht, dass man dann nicht in so einen Rollenklischee und in so einen Sängerinnenmodus verfällt, wo man so weiß, ah ja, jetzt kommt da die Flöte und die Harfe und jetzt muss man dann gleich irgendwie so verklärt erstmal schauen, also dass man sich da nicht so verleiten lässt. Das war eine total beglückende Arbeit, da traf ich mit jetzt gemeinsam absolut auf eine Partnerin, die genau so gedacht hat, die sagt, das interessiert mich alles gar nicht und diesen Klerikal-Kitsch, der über die Figur, die natürlich sehr religiös ist und sowas, das interessiert uns jetzt einfach erstmal nicht. Und wir wollen erstmal gucken, was ist eigentlich mit der Frau los.